Weil wir kein ordentliches S-Bahn-System hatten, aber wir unbedingt Züge machen wollten, sind wir ab 86, 87 nach München, Hamburg, eben auch Berlin, Frankfurt gefahren, weil die dieses S-Bahn-System hatten. Wir mochten unsere Züge nicht, weil die eine Lok hatten. Und wir wollten Züge ohne Lok bemalen. S-Bahn. Wie New Yorker Züge. Ich kann mich auch noch erinnern, als Shark mir zum ersten Mal gezeigt hat, wie ein Fat Cap auf einer Marabu-Dose, wie fett der Strich dann auf einmal wird. So, ne? Also es waren schon... Ja, ich bin ja mit dem einmal Zug malen gegangen und hatte aber uns nicht gesagt, was er vorhat. Dann sind wir an die Züge ran und dann habe ich ein Panel gemalt und ich drehe um und sehe, wie der ganze Zeit auf dem Zug rumklettert. Und ich war dann fertig, gehe hin und haute echt einen Holker ein. Kann ja wohl nicht wahr sein. Warum sagst du nicht, dass du einen Holker machen willst? Dann hätte man ja sich auch mit vorbereiten können, dann hätten wir ja alles zusammen was machen können. Und dann morgens gewartet, bis der Zug rauskam. Dann kam der Zug rausgefahren, ist ein riesen Shark als Holker und mein popliges Armor-Piece dahinter. Ach, mir so scheiße. Ich habe zwar Fotos davon, aber niemanden gezeigt. Also ich sag mal, die Blütezeit, klar haben die anderen Jungs, die sind viel älter, die haben ihre Blütezeit wahrscheinlich von zwischen 87, 89, weißt du, was ich meine? Und dann haben das immer mehr Leute gesehen. Dann ist ein Rio Fium gefahren, ganz lange. Und ey, dann die ersten Wut-Sachen. Dann ganz viel Tags von Shark, Zack, Coach. Die waren relativ aktiv zu der Zeit. Und dann ist das alles so total eskaliert. Ey, da war wirklich jeder Waggon zu. Jeder Waggon zu. Also ich denke, dass Dortmund auf jeden Fall eine extrem wichtige Rolle für das Ruhrgebiet gespielt hat, auch eben für andere Städte Impulse in Berlin und Hamburg in der Verbindung geschaffen hat. Und ich denke schon, dass wir so das kleine gallische Dorf waren. Also im Vergleich zu München oder Hamburg war eben zum Beispiel auch das Nahverkehrssystem und alles im Prinzip ein bisschen kleiner, die Möglichkeiten kleiner. Wir hatten eben nie zum Beispiel wie in München großartige Optionen legal zu malen oder nicht. Wir hatten mal den Bunker oder sowas, aber das waren immer so einzelne Sachen, die eben ein paar Phasen für ein paar Jahre da waren. Der Unterschied ist, dass viele Leute damals in Deutschland, in München, Berlin, aber auch Hamburg, aufwendige Pieces an legalen Stellen gemacht haben. Und unsere Absicht war eher, so viel zu malen wie möglich, damit Dortmund so schnell wie möglich wie Amsterdam aussieht. Wenn wir malen gegangen sind früher, haben wir in einer Nacht 6 Pieces gemacht. Und wir haben so gut wie überhaupt nicht legal gemalt, weil unser Ziel war es, so viel wie möglich zu malen und die ganze Stadt zu bemalen. Und dann stellst du dich nicht hin und machst ein 4-Stunden-Style-Piece, sondern du machst 5 Pieces in 4 Stunden. For me, the Dortmund Graffiti very much had a German minimalism. In New York, it was all about drinking, partying, doing drugs, going doing some graffiti, getting crazy. But the Dortmund guys and Shark and Chintz schooled me on a certain level of intensity. Wipe all your fingerprints before you go to the train yard. Never leave any paint behind. Always make sure that your piece is solid, clean, minimal, strong, and industrious in a sense. The aesthetic of Dortmund graffiti in particular was so different to most of the world. Berlin, while it had great writers like Odom and Scheck and guys like that, it was very much following a New York T-Kid sort of model. And for me, it was the first time really that with Dortmund graffiti where you could tell instantly that it was from Dortmund. And even though certain writers like Chintz would have multiple names, you always knew that it was either Shark or Chintz that had that style. And that to me was interesting. So sah es damals Standard aus. Das war Frankfurt damals, genau. Komplett. S-Bahn, Holker, Craft Maniac. Ich bin mit Sicherheit einer der wenigen gewesen, der sehr früh auf Züge gegangen ist. Sehr berühmter alter Holker in Frankfurt, immer am Hauptbahnhof gewesen, wenn man eingefahren ist. Szene gab es damals nicht. Ne? Also das waren immer Leute, die einzeln agiert haben. So eine wirkliche Szene hat sich für mich etabliert erst, ich sag mal, auch 88. Das kennt jedes Land, in dem Graffiti zum ersten Mal einschlägt. Am Anfang ist alles voll. So war das auch bei uns. Vor allem die S-Bahn waren komplett bemalt. Es gab zwei
Corners damals, wo sich Leute wirklich getroffen haben. Einmal an der Hauptwache, einmal am Südbahnhof, wo man einfach mit locker 10 anderen Leuten da stand und wirklich geguckt hat, was fährt heute. Corner, Writers Corner, Hauptwache. Assad. Der Assad. Keen. Me. Und das bin ich. So, jetzt wird's legendär hier. Also ich habe hier mal ganz locker von 1991 bis 96 abgehangen. Jeden Tag. Das war schon Corner. Also für uns. Ne? Alles, was jetzt hier Pendolino oder Neu oder S-Bahn ist, war früher alles Stealer. Ich habe fünf Jahre jeden Tag auf Gleis 1 bis 5 abgehangen. Und irgendwann sagst du dir dann auch, Alter, das ist doch nicht mein Leben, ne? Genau hier war's. Nur waren die Banker... Obwohl es geil war, die Zeit... Ich will keine einzige Minute davon missen. Hier haben wir dann abgehangen und dann sind die Dinger immer reingefahren. Weil... Ne? Von Lüdenscheid... Ich war zu einer Zeit an einem richtigen Ort, wo wirklich was passiert ist. Aber hier ist immer viel passiert. Das ist ganz wichtig, das Ding da. Guck mal, das ist Dortmund Hauptbahnhof. Das ist ganz wichtig. Also mit dem Dortmund-Schild in der Mitte, ne, war natürlich der Classic. Ich habe ja am Anfang auch Bomber Wild gemalt. Und irgendwann habe ich gedacht, so, nee, der Name ist einfach zu gut. Und habe dann einfach geswitcht, habe den einfach in die Legalität sozusagen übernommen. Und habe im wilden Bereich andere Namen gemalt. Aber das wissen alle. Also du siehst ja auch, es gab ja da diese Live aus dem Schlachthof-Geschichte, wo dann halt alle, da saß auch das Bo noch mit irgendwie im Zuschauerraum, wo ich dann meinte so, ja, ich mal ja nur legal aus dem Zuschauerraum, haben alle gelacht, weil sie wussten alle, dass es nicht so ist. Sag mal, Helge, bist du eigentlich schon mal erwischt worden? Abgegriffen? Ja, doch schon. Schon? Mehrmals, ja. Was droht einem da für Strafen? Was hast du aufgebrummt gekriegt? Ich habe nicht viel bekommen. Ich habe 15 Arbeitsstunden bekommen, aber wie schon gesagt, wir haben uns... Wo in der Malerei dann oder wo arbeitet man dann? Ich habe, was war das, Rettungswagen geputzt beim Roten Kreuz. Ah. Und sowas schreckt dich nicht ab? Ja, da wird es mit Sicherheit mehr oder gar eine Haftstrafe geben, aber das ist auch ein Lebensgefühl. Ich meine, also für mich ist Graffiti einfach wunderbar. Leben, was ist die Message? Ein Lebensgefühl will man ja was transportieren. Ja, da gibt's Messages, aber da muss man sich halt die Bilder angucken. Ne? Ich mache jetzt hier keine Geschichte. Die Botschaft ist bunte Welt, oder wie kann man das... Also, naja, das ist mir jetzt zu floskelhaft gesagt. Also, bunte Welt, ne, also... 94, 93, 95 bis 97, da war echt alles zu. Also, sind ja Holcars gefahren, da mussten dann Panels drüber gemalt werden und so weiter. Es war einfach, das System war zu. Krass, das ist krass. Und jetzt ist es ja wirklich unüberblickbar. Es ist ja so groß geworden. We'll be right back.